Hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich mal ein Unboxing mit euch machen und zwar hier von der Splatoon 3 Sonderedition der Switch OLED. Eine wunderschöne Version, wie ich finde, die mir so gut gefallen hat auf den Bildern, dass ich sie gerne mit euch zusammen auspacken möchte. Obwohl ich normalerweise ja keine reinen Unboxings mache, sondern da immer mal ein bisschen mehr Futter dazugebe, ein paar Backgrounds oder Vergleiche zu anderen Konsolen oder Handhelds. Aber diese Version ist so schön, dass ich sie einfach mal mit euch zusammen auspacken möchte. Ich stehe einfach auf solchen Kram. Ich habe meine Switch OLED in Weiß verkauft und habe dann für einen kleinen Aufpreis mir diese Version geholt, weil sie mir so gut gefallen hat. Und ich hatte euch ja schon vor längerem, ich glaube, das sind schon fast 3 Jahre her, diese Diablo Eternal Edition vorgestellt. Das Video würde ich nochmal in der Ecke oben verlinken. Ist ja auch sehr gut bei euch angekommen. Und deswegen, ich habe so ein Faible für diese Sonderedition. Finde ich sehr, sehr schön vom Art Design. Da hat man auch langfristig was. Deswegen bleibt auch diese Diablo Eternal Edition hier in meiner Sammlung, auch wenn natürlich die Switch OLED jetzt vom Display her einiges mehr zu bieten hat und mein Daily Driver werden wird. Aber wenn euch diese Version jetzt interessiert, dann bleibt einfach dran. Wir schnacken nicht lang rum, sondern es geht direkt los nach dem Intro. Beginnen wir wie immer zuerst mal mit einer Rundumschau um die Verpackung. Das ist also die Nintendo Switch in der OLED-Version. Ist ja im vergangenen Jahr rausgekommen mit dem OLED-Display 7 Zoll. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Die Auflösung ist ja soweit alles gleich geblieben. Und das ist jetzt so meiner Erinnerung nach die erste Sonderedition. Einige weitere zeichnen sich an. Es kommt auch nochmal irgendwie was von Pokémon im November, hatte ich gesehen. Sieht optisch auch sehr, sehr schön aus. Aber die hat mir hier richtig, richtig gut gefallen, sodass ich zuschlagen musste. Obwohl ich persönlich jetzt keine Verbindungen oder keine Bindung jetzt zu diesem Spiel Splatoon 3 habe. Es ist natürlich ein spaßiger Koop-Shooter, wie man hier sieht. Man schießt mit so Farbpatronen alles Mögliche ab. Hab's selber tatsächlich noch nie gespielt, habe mich wirklich hier nur rein vom Design und von der Optik inspirieren lassen. Hier in dieser Version ist das Spiel jetzt nicht mit dabei. Das ist so ein häufiges Missverständnis. Die kostet ja 349 Euro regulär und die normale Switch OLED 333 Euro. Aber für diesen Aufpreis ist dann leider nicht das Spiel mit dabei. Kann man irgendwo nachvollziehen. Sind ja meistens dann 50, 60 Euro, die für so ein Spiel zu Buche schlagen. Aber jeden, den man natürlich mit so einer Switch OLED ködert, der würde ja dann auch in Zukunft noch Spiele kaufen, also wäre dann trotzdem für Nintendo ein Gewinn. Und ich glaube, die Diablo Eternal Edition hat damals inklusive Diablo 379 Euro gekostet. Gut, da war die Switch, glaube ich, auch noch bei 299 Euro oder 319, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber gut, hätte man vielleicht machen können, vielleicht doch nochmal 10 oder 20 Euro mehr und das Spiel noch mit beilegen, ist eine nette Sache. Gibt auch noch eine Tasche dafür, speziell auch in diesem Design. Für 25 Euro kann man sich nochmal kaufen und das Spiel dann separat ist gar nicht mal so teuer. Ich glaube, es liegt so irgendwie bei um die 40 Euro, also für ein Switch-Spiel relativ preiswert. Ich denke, die Vorderseite spricht für sich und werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Rückseite. Da sehen wir dann auch schon mal dann wieder dieser Stand und die Rückseite hat dann auch wieder ein recht nettes Artwork. Also das findet sich dann an allen Stellen wieder, aber das schauen wir uns dann im Inneren etwas genauer an. Aufgeklappt wird das Ganze wieder nach oben, so wie wir es auch von der Switch OLED kennen, von der weißen bzw. rot-blauen Version. Und dann kommt wie immer relativ aufgeräumt zum Vorschein hier erstmal in mehreren Lagen. So kennt man das von Nintendo. Das zieht sich eigentlich schon sehr, sehr lange so durch, dass es eigentlich immer in mehreren Lagen aufgeteilt ist. War bei der Wii schon so und bei der Wii U auch. Und dann haben wir hier im oberen Bereich die Display-Einheit und die Joy-Cons. Das ist also quasi schon mal der erste Star der Show. Ich würde jetzt mal anfangen mit der Lila-Version und das muss man sich mal reinziehen. Das sieht optisch wirklich richtig, richtig toll aus. Es fängt hier unten so ein bisschen in einem hell lila, pink, rosa Bereich an und geht hier zu einem kräftigen lila blau über und das Ganze ist dann hier noch richtig schön eingrammiert hier so mit den verschiedenen Figuren des Spiels. Also das finde ich, das sieht richtig, richtig toll aus.
Und auch auf der Rückseite finden sich hier so ein bisschen Farbkleckse wieder. Auch da hat man dran gedacht und hat so ein bisschen, ja, so eine Art Perlweiß, würde ich das sagen. So ein bisschen Transparentweiß. Ist jetzt kein so ein klassisches Weiß wie bei der Switch OLED, sondern schon eher so ein bisschen Perlfarben, so wie man das damals vom Nintendo GameCube auch kannte. Da gab es ja auch so eine Pearl-Weiß-Variante. Also finde ich, das ist schon mal sehr, sehr gelungen. Das Pendant für die rechte Seite nicht minder schön, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so schön ist wie die andere Farbgebung. Das ist natürlich Geschmackssache. Jeder hat so seine Lieblingsfarben. Das beginnt dann hier unten so leicht grün und geht dann hier in Gelb über, so in Neonfarben gehalten, so wie man das von, ja, altweiligen Sportshirts auch kennt, so zum Fahrradfahren und so weiter. Da ist ja mal dieses Neongrün und Neongelb teilweise auch sehr modern gewesen und das sieht auch wieder richtig schön aus. Ist auch wieder hier dieses Artwork, so diese Zeichnungen hier aufgearbeitet und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder so ein bisschen Farbkleckse, ein bisschen wie Hunde Tatzen angeordnet, auch wieder in dieser perlweißen Optik. Also das sieht richtig, richtig nett aus. Also das ist schon wirklich beeindruckend, was man sich da ausgedacht hat. Muss man natürlich gucken, wenn man sich jetzt so Silikonüberschlüpfer holt, um das zu schonen. Dann ist natürlich irgendwie so eine transparente Variante das Beste, damit man da auch noch was von der Optik hat. Gucken wir uns mal die Display-Einheit an. Die sieht von vorne aus, wie eine Switch OLED dann aussieht. Dann gucken wir mal die Rückseite. Da gibt es dann so die ersten Unterschiede. Also wir sehen das hier, das ist auch wieder so in schwarz-grau gehalten mit diesem Artwork auf der Rückseite, mit den verschiedenen Figürchen aus dem Spiel. Also auch wieder richtig, richtig schön gemacht. Je nachdem, wie man das so gegen das Licht hält, fällt es einem ein bisschen mehr oder weniger ins Auge. Und dann haben wir hier noch diesen Stand. Das ist so einer der Mehrwerte dem Grunde nach jetzt gegenüber auch der Vorversion. Neben dem vergrößerten Display 7 Zoll bzw. 6,5 Zoll von 7 Zoll, also jetzt ausgehend von der Diablo Eternal Edition von der ersten Switch. Das ist ja die, ja, allererste Ausführung, die ich da habe. Und hier ist ja auch noch ein bisschen was mit Akku dazu gekommen. Also für mich ist das so oder so jetzt natürlich ein Upgrade. Einmal die OLED-Einheit, dann der größere Akku und natürlich auch der sehr, sehr viel stabilere Stand. Das war ja beim Vorgänger eine sehr labberige Angelegenheit, aber das jetzt nur mal so am Rande, das Artwork, wie gesagt, wirklich richtig, richtig wunderschön. Gehen wir in die nächste Lage. Da gibt es dann noch die Docking-Einheit. Auch das ist natürlich eine äußerst sehenswerte Geschichte. Die packen wir auch mal aus. Ich habe mir das so noch gar nicht angeschaut. Also die Switch hatte ich natürlich schon mal draußen, habe sie ausprobiert, ob sie funktioniert. Aber die Docking-Einheit, die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Mache ich mit euch jetzt hier auch erstmalig. Und dann holen wir sie mal hier raus. Und die ist wirklich wunderschön, muss man sagen, mit diesem neongelben Farbklecks hier vorne drauf. Und auch wieder dieses schöne Artwork, diesmal in Weiß gehalten. Also man hat da so, was farblich betrifft, da wirklich eine ganz bunte Mischung an den Tag gelegt. Einerseits Weiß-Grau sehr dezent und dann die Joy-Cons sehr, sehr auffällig. Sieht wirklich klasse aus. Hier an der Seite die zwei USB-Ports und das Einzige, glaube ich, was man jetzt hier genau, diese Klappe, das ist jetzt hier keine Klappe mehr mit Scharnieren, die hier unten drin bleibt, sondern die kann man dann komplett abnehmen. Und hier im Inneren befinden sich dann die Anschlüsse, HDMI, USB und LAN, aber ist wirklich schön gemacht, also toll, sieht wirklich super aus. Und dann kommen wir nur zu den üblichen Materialien. Klar, wir haben hier noch ein HDMI-Kabel mit dabei, finde ich schön. Wenn alle Anschlusskabel dabei sind, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ich sag nur Hallo Apple. Und das ist das Netzteil. Und dann gibt es hier eben noch diese Einheit von den Joy-Cons. Das ist ein bisschen schade, dass man da nicht mal die Gelegenheit genutzt hat, hat da ein bisschen was Besseres gemacht in diesen, ja, 3, 4, 5 Jahren mittlerweile, wo die Switch auf dem Markt ist, hat man immer noch diese Einheit, die ja so mehr oder weniger gut mit den Joy-Cons funktioniert. Da gibt es von Drittherstellern bessere Aufnahmen für die Joy-Cons. Das ist leider nicht ganz so gut, also da kann ich nur den Pro-Controller auf jeden Fall sehr empfehlen. Und dann noch so eine kleine
Anlehnung an das Design, und zwar diese Handgelenksschlaufen, die sind jetzt hier auch zumindest in dem Lila bzw. in dem Neongelb gehalten, also nochmal so ein bisschen Akzente gesetzt, wobei ist nicht so ganz richtig, man hat auch hier sogar noch bei dieser Schnur, bei diesem Kordel, das ist eigentlich kaum zu sehen, nur auf dem zweiten Blick, im Moment jetzt irgendwie heute so ein bisschen ein dunkler Tag mit künstlichem Licht, aber man sieht, das ist hier auch so ein bisschen schwarz-lila abgesetzt, und hier bei der anderen Handgelenksschlaufe ist es auch entsprechend ein bisschen hier Neonfarben ausgeprägt, hier dieses Kordel, dieses Bändchen, also hat man dann auch hier an allen Stellen nochmal so ein bisschen eingearbeitet, also finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, also für den Preis von 349 Euro, denke ich mal, da kann man nicht meckern. Also das ist schon wirklich in Ordnung. Wer bisher jetzt vielleicht noch gezögert hat und noch nicht wusste oder noch nicht sicher war, ob er sich jetzt wirklich eine Switch OLED holen soll, das ist eigentlich jetzt eine ganz gute Gelegenheit, wo jetzt die Sondereditionen rauskommen. Also die Konsole bietet zwar jetzt im Grunde nach, was die Performance betrifft, keinen großartigen Mehrwert. Das Display sieht aber wirklich schon sehr, sehr viel besser aus. Ich denke, ich werde es vielleicht auch, wenn es mal interessiert, nochmal irgendwo herzeichnen in irgendeinem Vergleich, beispielsweise mit dem Steam Deck oder so, wird es mit Sicherheit nochmal zum Einsatz kommen. Es ist schon, was das Display betrifft, wirklich sehr, sehr brillant, und die 0,5 Zoll, die tun dem Display auf jeden Fall gut. Und wenn ihr, wie gesagt, die allererste Switch-Version habt, dann ist natürlich auch der etwas größere Akku noch hilfreich. Also von daher vielleicht jetzt eine Gelegenheit zuzuschlagen. Gibt ja immer wieder mal auch Auktionen. Guckt bei eBay rein, da gibt es ja dann häufig mal so Dinge wie, man bekommt dann mal irgendwie 10% Rabatt auf ein Refurbished-Gerät oder wie auch immer. Das ist ja meistens nichts dran. Ist vielleicht jetzt dann die Möglichkeit zuzuschlagen. Und das soll es gewesen sein mit einem Unboxing. Heute ein bisschen kürzeres Video, aber das reicht ja auch vollkommen aus, vielleicht dann den ein oder anderen noch von dieser Version zu überzeugen. Und damit verabschiede ich mich aus dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Retro Pionier. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr hier so lange bis zum Ende dabei geblieben seid. Lasst mir ein Like für mein Video da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht schon getan habt. Und aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall auch noch meine Playlist. Dort findet ihr jede Menge weitere Videos zu Retro-PCs, Homecomputern und Konsolen der 70er, 80er und 90er Jahre. Zum Beispiel zu Konsolen von Sega, Atari und Nintendo, aber auch zu etwas ausgefalleneren Modellen wie das Philips CD-i oder den 3DO von Trip Hawkins. Natürlich findet ihr auch Videos zu Homecomputern wie dem Amiga 500 oder 600 oder das Amiga CD32. Natürlich auch jede Menge zu Retro-PCs, Pentium der ersten, zweiten und dritten Generation sowie 486er Modelle und natürlich auch Events wie beispielsweise Game kommen, Flohmarktbesuche oder ein Besuch im Arcade-Museum. Ich bin sicher, da sind jede Menge interessante Videos für euch dabei.